Hallo ihr Lieben, willkommen auf eurem Kanal Kraft der Seelen Tarot. Ich bin Cynthia und heute schauen wir auf die Woche vom 8. bis zum 14. für alle Singles und alle, deren Beziehungsstatus unklar oder kompliziert ist. Und da schauen wir auf den Bereich Liebe in einem kurzen Quickie-Reading. Naturgemäß ist das eine allgemeine Legung. Dementsprechend, wenn es nicht mit euch resoniert, ist nicht schlimm, dann war es diesmal nicht eure Energie, dann einfach beim nächsten Mal wieder mit reinschauen. Wenn es mit euch resoniert und ihr wirklich alle Infos haben wollt zu der Woche, zu dem Thema, dann macht es absolut Sinn, sich euren Aszendenten für Liebesbeziehungsdinge natürlich auch immer Mond und Venus mit anzuschauen. Sucht euch also in eurem Geburtshoroskop die jeweiligen Zeichen raus und schaut euch dann nachher in der Playlist Singles 8. bis 14. da Aszendent Mond Venus noch mit an. Ich glaube, dann habe ich alles gesagt, außer dass es für diejenigen, die noch nicht so lange mit dabei sind, Zeichen-Playlists gibt. Je nachdem, was ihr seid, von Widder bis Fische, ist da alles dabei. Sucht da einfach in den Playlists euer Zeichen raus. Vielleicht ist da auch was dabei, was ihr noch nicht gesehen habt, was euch aber interessiert und oder weiterhelfen könnte. So, jetzt aber legen wir los. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für alle Wassermänner, die Singles sind oder Wassermänner, deren Beziehungsstatus kompliziert oder unklar ist, zum Thema Liebe in der Woche vom 8. bis zum 14. So, was haben wir denn hier? 2 der Schwerter auf dem Kopf, 6 der Stäbe, 8 der Stäbe auf dem Kopf, der Magier auf dem Kopf, 5 der Kelche auf dem Kopf und die 4 der Münzen. So, ja, für... Achso, Zwillingsenergie liegt hier im Übrigen. Für einige von euch ist es so, dass hier gerade Beziehungsstatus unklar von eurer Seite tatsächlich eine Offenheit besteht und immer noch wirklich diese Vision, wir wollen zusammen sein und so weiter und so fort. Hier sind aber arge Kommunikationsprobleme. Einige von euch finden auch nicht zusammen, weil ihr irgendwie aneinander vorbei arbeitet. Also wirklich, das mögen Schichten sein und Job. Also da ist so ein externer Faktor, der maßgeblich mit dem Job zusammenhängt, dementsprechend möglicherweise auch mit Distanz, weshalb die ganze Sache so nicht ins Leben kommt. Ihr haltet aber aneinander fest. Also da sieht es mir noch nicht danach aus, als wäre da final was vorüber. Die Singles von euch, die dies schon länger sind und jetzt gerade keinen aktuellen Menschen um sich herum haben, die lassen die Dinge einfach mal laufen. Also da geht es wirklich in so eine Offenheit, in so ein, ich sag mal, ich feiere die Feste, wie sie fallen, ja. Ihr habt auch so einen Prozess durch, wo ihr sagt, okay, ich habe so gewisse Vorstellungen, gewisse Werte und habe da nochmal meine Standards erhöht. Also ihr habt, hier liegt jetzt nicht zwingend die Möglichkeit, jemanden kennenzulernen. Wenn, dann ist das jemand, den ihr schon kennt. Also das ist... Das kann ein Bekannter sein, ein Kumpel, jemand, an den ihr wirklich gar nicht so denkt. Ja? Der könnte euch positiv überraschen tatsächlich. Jemand, mit dem ihr vielleicht schon länger keinen Kontakt mehr hattet. Und dieser Mensch trifft eure neuen Standards, sage ich jetzt mal. Ja? Erfüllt das. Da gibt es tatsächlich die Möglichkeit, dass man sich mal zumindest annähert und einfach erstmal gut fühlt und sich langsam kennenlernt. So, dieserjenige, welche könnte Zwilling sein, kann aber auch Krebs, Skorpion, Fische sein, für einige von euch Widder, Löwe, Schütze. So, ja, da kommt Stabilität auf jeden Fall, da kommt eine neue Richtung, eine klare Bahn rein. Also alles, was auch so nicht erfüllend war, nicht nur an Menschen natürlich, aber sondern auch an
wie man Menschen kennenlernt, da wird sich auch was verändern. Also es kann sein, dass diejenigen, die jetzt zum Beispiel, ja, weil es einfach diese Zeiten dafür sind, die Online-Dating ausprobiert haben, die sagen, nö, ich lasse das jetzt mal laufen, habe ich jetzt probiert, ist nichts für mich, oder halt eben andersrum. Ja? Es gibt aber auch diejenigen, die generell sagen, ich mache das jetzt nicht mehr bewusst, ich schaue mich jetzt nicht auf Teufel komm raus irgendwo nach irgendwem um, sondern ich lasse das fließen. Ja? Alles, was ich mir so habe einfallen lassen, das hat nicht funktioniert, das hat mich entweder Kraft oder Geld gekostet, das sehe ich nicht mehr ein. Also da kommt ein Vertrauen, eine Gradlinigkeit in euch rein, die sagt, okay, wenn das passieren soll, dann passiert das, und durch diese Entspannung verändern sich natürlich Energien und dann habt ihr tatsächlich die Möglichkeit, jemanden, ich sag mal, wieder zu entdecken, den ihr als Beziehungspartner, Partnerin vielleicht mit den alten Standards, mit der alten Energie, sage ich jetzt mal, gar nicht so auf dem Schirm hattet, den ihr vielleicht gar nicht, der gar nicht so von Interesse war. Meine Lieben, ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Aszendent Mond Venus noch anschauen in der Playlist. 8. bis 14. Und dann, ja, an der Stelle alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald.